Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Heute gibt es den zweiten Teil von Lindas Geschichte über den Galoppierer und seine Stute. Seid gespannt, wie es weitergeht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir hatten also zwei Erinnerungen wiederhergestellt. Den Tod des Pferdes des Galoppierers und seine Rückkehr an den Ort der Hinrichtung seines Reiters. Der Galoppierer und sein Pferd waren in Leben und Tod unzertrennlich. Die beiden wurden auf Jorvik noch nie getrennt voneinander gesehen. Was wollen uns diese Erinnerungen sagen? Ich wollte hierher zurückkehren, um mir etwas Zeit zum Nachdenken zu geben, aber auch um herauszufinden, ob ich spüren kann, wo wir als nächstes hin müssen. Der Galoppierer ist hier nirgends zu finden, also muss er auf Jorvik unterwegs sein. Vielleicht geben uns die Erinnerungen einen Hinweis? Erst der Tod des Pferdes des Galoppreiters und dann der Tod des Galoppierers selbst. Oder, warte, vielleicht war es genau andersherum. Die Wiedergeburt des Pferdes des Galoppreiters und dann die Wiedergeburt des Galoppierers. Die einzige Zeit, während der sie in diesen Hunderten von Jahren auf Jorvik getrennt waren, war die Zeit zwischen ihrem Tod. Aber warum ist das wichtig? Was meinst du, Dakota? Okay, die Hexe, die dem Galoppierer ursprünglich Unsterblichkeit gewährt hat, muss die Magie auf sein Pferd übertragen haben. Die Bindung zwischen dem Galoppierer und seinem Pferd hat sie an diese Welt gebunden. Sein Pferd ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit des Galoppierers. Ich hätte gesagt, sein Pferd ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit des Galoppierers. Ich bin aber auch der Meinung, dass halt die Bindung zwischen den beiden halt sehr stark ist. Oder vielleicht ja. Vielleicht war das der Grund, warum der Jarl so wütend war, als er sah, dass das Pferd des Galoppierers in den Flammen starb. Tut mir leid, Dakota, warte kurz. Ich spüre etwas. Bisher fühlte es sich an wie ein entferntes Echo oder ein verschwommenes Bild in meinem Verstand, was mich zu einem Ort zog. Jetzt spüre ich etwas Dröhnendes, fast als würden meinen Geister Bilder von der Teufelsschlucht und den vergessenen Feldern aufgezwungen. Okay, Linda, bei dir läuft richtig. Was auch immer das ist, es hängt nicht mit einer Erinnerung zusammen. Irgendwas passiert jetzt gerade. Grüne Neune. Uns bleibt keine Zeit, Dakota. Lass mich mit dir reiten. Wir müssen zu den vergessenen Feldern. Jetzt, sofort. Okay, ist ja gut. Oh, Gottes Willen. Hi, Linda. Warte bitte. Ich bin gleich da. Okay. Ich muss mal... Sie hat die Stute. Irgendwie will ich die Stute jetzt auch nach dieser furchtbaren Geschichte. Warte mal. Ich verstehe das nicht. Das ist der Ort, an dem uns meine Vision geführt hat. Aber wo ist der Galoppierer? Vielleicht ist der noch nicht da. Vielleicht kommt der jetzt aus dem Portal. Oder auch nicht. Es ist ruhig. Zu ruhig. Moment. Ist das Pferd des Galoppierers? Wo? Ich habe noch nie davon gehört, dass sie jemals auf Jorvik getrennt waren. Stimmt, da hinten steht sie. Oh mein Gott. Wir sollten ihr folgen, um herauszufinden, wohin sie will. Okay, let's go. Let us go. Quickly. Okay, wohin reitet sie? Und wo ist ihr Reiter? Wie heißt er? Gunnar? Oh mein Gott. Sie hat eindeutig ein Ziel. Jeder Schritt ist mit Bedacht gesetzt. Aber ihre Augen, es ist fast, als wäre sie in Trance. Wahrscheinlich erleben sie jedes Jahr wieder dasselbe oder so. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube, wir stehen kurz davor herauszufinden, warum all das passiert. Die Entschlossenheit ist immer noch da. Aber ich spüre auch einen Hauch vor Vorfreude. Was? Als ob eine Aufgabe fast abgeschlossen ist. Oh, können wir denen etwa helfen, ins Licht zu gehen? Können wir helfen, dass sie ins Licht gehen? Dass sie glücklich werden? Mist, wir können ihr nicht weiter folgen. Wo geht sie nur hin? Warum können wir ihr nicht weiter folgen? Warte, ich spüre eine Präsenz. Sie hat uns hergerufen. Das ist keine Erinnerung oder ein Echo aus der Vergangenheit. Irgendwas passiert genau jetzt. Ja, das hat sie auch schon mal erzählt. Gunnar Trimson,
Deine Aufgabe ist noch nicht erledigt. Du kannst deinem Geschenk nicht so einfach entgehen. Oder versucht etwa jemand, unseren Pakt zu brechen? Bedeutungslos. Was wir getan haben, kann nicht so einfach rückgängig gemacht werden. Deine Erinnerungen sind wiederhergestellt, genau wie dein Schicksal. Erinnere dich nun an den Namen deines Rosses und finde mit seiner Macht wieder mit ihm zusammen. Morrigan! Was ist los? ich verstehe nur Bahnhof, diese Geschichte macht mich einfach fertig. Was war das? Ja, keine Ahnung. Es war, glaube ich, die böse Hexe oder so. Das Pferd des Galoppierers Morrigan ist weg. Wer immer uns hinterhergezogen hat, hat auch Morrigan zur Teufelsschlucht gezogen. Von hier aus können wir nichts tun. Wir sollten den Galoppierer in der Festung suchen. Ey, das ist alles... 20 Seelensplitter. Oh mein Gott, das ist alles zu crazy. Wie es scheint, ist Morrigan zum Galoppierer zurückgekehrt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Ich spüre eine Veränderung an den beiden. Morrigan, ich kann nicht fassen, dass ich mir nie Gedanken zum Namen oder zur Herkunft des Pferdes des Galoppierers gemacht habe. Der Name wirkt alt. Alt und mächtig. Die Stimme, die wir dort auf dem Berg gehört haben, muss dem Galoppierer die Erinnerung an diesen Namen zurückgegeben haben. Früher spürte ich, wie der Galoppierer blind vor Wut war, aber jetzt strahlt er Ruhe aus und Konzentration. Womöglich ist er noch gefährlicher geworden. Jemand oder etwas muss versucht haben, dem Galoppierer seine Erinnerungen zu nehmen. Aber warum? Um seine Verbindung zu Morrigan zu zerstören? Wer hätte etwas davon und was? Ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr zu erfahren gibt. Aber ich spüre, dass weitere Antworten noch eine Weile auf sich warten lassen werden. Ich muss mich wieder den Texten zuwenden und mich intensiver mit Jorviks Vergangenheit befassen. Wir wissen immer noch nicht, wer dem Galoppierer dieses Geschenk machte und warum. Wer oder was auch immer das war oder dessen Nachfahre muss sehr mächtig sein, wenn er noch lebt. Ich spüre, dass ihre Verbindung wiederhergestellt ist, aber es fühlt sich anders an als vorher. Irgendwie mächtiger, fokussierter? Ja, ich spüre nicht nur eine Erneuerung, sondern auch neue Absicht. Vielleicht hat der die Erinnerung stehlen wollte, unwissentlich neue erschaffen? Ich kann fühlen, dass hier der Anfang von etwas Großem ist. Die starke Bindung, die früher zwischen den beiden bestand, ist wie zarte Funken im Vergleich zu dem wütenden Inferno, das ich jetzt in Morrigans Herzen spüren kann. Ich glaube, wir können nichts weiter tun, als zu warten. Ich werde eine Pause an dem Feuer hier einlegen und ein Auge auf die beiden haben. Danke, dass du mich auf diese Reise begleitet hast, Dakota. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns eines Tages erneut unseren Mut zusammennehmen müssen für das, was noch vor uns liegt. Oh mein Gott, das war so cool. Wir haben 20 Seelensplitter bekommen und haben mehr über den Galoppierer gelernt. Und es war einfach nur wundervoll, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Hat's euch gefallen? Ich fand's wahnsinnig toll. Das war's mit dieser Halloween-Geschichte von dem Galoppierer und seinem Pferd Morrigan. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!